Und willkommen zu einem neuen Video. Wer die alten Animes damals noch auf RTL 2 geguckt hat, wird sicherlich Doremi kennen. Und es ist für mich eine totale Kindheitserinnerung. Deshalb freue ich mich, dass es jetzt ein Doremi-Café in Tokio gibt. Und das werden wir heute besuchen. Denn Doremi feiert dieses Jahr schon das 20. Jubiläum. Das heißt, die Serie ist wirklich ziemlich alt und ich bin damit aufgewachsen. Und ich freue mich wirklich, das Café heute zu besuchen. Das Café befindet sich in Ikebukuro und da werden wir jetzt hinfahren und ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß mit meinen Videos, dem Besuch dort. Also auf geht's! Das Magical Doremi Café findet in Tokio vom 27. Juni bis zum 31. August 2019 statt. In Osaka läuft es noch ein wenig länger bis Ende September. In Tokio findet man es im Seibu Ikebukuro Gebäude in der 8. Etage im Dining Park. Dort finden öfter Themenrestaurants statt und es ist kaum zu verfehlen. Wenn man das Café besuchen möchte, muss man vorab eine Reservierung auf der offiziellen Webseite machen. Diese kostet pro Person 540 Yen und man erhält einen random Sticker dafür. Das Café war natürlich wie immer sehr bunt gestaltet und sah wirklich hübsch aus. Das Menü selbst hatte nicht allzu viele Sachen zu bieten. Es gab zwei herzhafte Gerichte, drei verschiedene Desserts sowie vier verschiedene Getränke. Wir haben uns diesmal an die süßen Sachen gehalten. Begleitet hat mich übrigens die liebe Yumkeks. Schaut doch mal auf ihrem Kanal vorbei, den Link setze ich euch unten in die Infobox. Sie hat sich die farbenfrohen Pancakes bestellt, die allerdings recht klein ausgefallen sind. Für mich gab es das Rosenparfait. Das war wirklich wunderschön und es ist limitiert. Man kann es auf die verschiedenen Zeitfenster am Tag verteilt nur 20 Mal bestellen. Ich war deshalb ganz froh, dass wir gleich im ersten Zeitfenster da waren und ich das Parfait probieren konnte. Natürlich gehört zum Café auch ein kleiner Goods-Shop und dort gab es wirklich sehr niedliche Sachen zu kaufen. Man konnte sich sogar schon ein paar der limitierten Sachen anschauen, die demnächst erscheinen werden. Das war unser Besuch im Doremi Café. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Es ist nicht allzu lang, aber es war auf jeden Fall sehr leckeres Essen dabei. Das Café hat sehr, sehr gut geschmeckt. Die Pancakes waren etwas winzig. Aber ansonsten war es natürlich wie immer ein süßes kleines Themencafé, was es natürlich wieder nur zeitlich begrenzt gibt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Däumchen hoch und einen Kommentar da. Und wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann lasst mir auch ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald! Thank you.